3 Monate schlafen, dann ist es endlich soweit. Dann ist der große Volksfestauszug da zum Straubinger Gelb und Volksfest. Das meiste am Straubinger Haken herunter natürlich schon. Aber wenn man hinter mir schon sieht, ein paar Jungs werkeln noch recht, dass alles rechtzeitig aufgebaut ist. Und was sie hinter mir noch jetzt zum Tun haben, das fragen wir sie jetzt einmal, oder? Hi, servus. Was baut ihr da heute noch auf? Die Traversentore für den historischen Bereich. Wie lange dauert das jetzt, bis da alles steht? Eine Stunde noch. Wie lange arbeitet ihr schon? Seit 8 in der Früh. Also ihr seid noch eine Zeit beschäftigt jetzt. Habt ihr danach noch was zu machen? Ja, danach bauen wir noch die historische Bühne auf, die Technik, und dann wird Feierabend sein. Ihr seid ein bisschen spät dran, der restliche Teil steht ja schon fast. Ihr seid jetzt alle von den Letzten, die noch aufbauen, oder? Nein, das ist genau so geplant. Und genau den Plan haben die Mitarbeiter von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH aufgestellt. Die haben nämlich dafür zuständig, dass sowohl auf der Ostbayernschau als auch am Gelbumfest alles sehr reibungslos abläuft. Insgesamt 20 Jungs und Mädels haben da einen Haufen Arbeit, bis das von hinten bis vorn alles sehr organisiert ist. Das geht schon los beim Aufbau. Also das Hauengelände wird ja gesperrt, also muss man einen Ersatzparkplatz bereitstellen. Den haben wir auch gebaut, muss mit Bus-Pendelverkehr ausstatten, muss ihn betreuen. Dann das Hauengelände ist 9 Wochen gesperrt. Das hat natürlich seine Ausformungen und das muss man versuchen verträglich zu machen. Man muss mit den Anwohnern kommunizieren, weil natürlich ein Fest auch eine bestimmte Lautstärke mit sich bringt. Damit der Max Riedl und seine Kollegen bis zum großen Auszug am Freitag alles organisiert haben, fangen schon ein Jahr im Voraus mit den Vorbereitungen an. Zum Beispiel gingen nächste Woche schon wieder die Ausschreibungen für das Gelbum Volksfest 2020 aussehen. Und im Dezember wird dann ausgewählt, wer im kommenden Jahr wieder sein Bierzelt, Fahrgeschäft oder Bude am Hagen herunter aufbauen darf. Wir würden gerne Autoscooter fahren, geht das schon? Nein, das geht noch nicht. Das Netz muss erst noch gespannt werden, hochgefahren werden. Wie lange dauert das, bis das jetzt dann fertig ist? Heute Abend sind wir fertig. Wie viele Lichter sind denn da insgesamt dran? Was kann man das ungefähr sagen? Mehr wie 6000 Lichtquellen. Werden die alle immer abgeschraubt und wieder dran geschraubt? Nein. Das ist nur hier, weil die Ecke geklappt wird, sonst gehen die Birnen kaputt. Okay. Deswegen werden die Ecke rausgeschraubt und dann. Ganz schön viel Arbeit, damit wir mir dann 11 Tage lang Spaß beim Autoscooterfahren haben. Dafür geht es am nächsten Eck schon wieder ein wenig gemütlicher zu. Hallo, grüß Gott. Sie schauen schon aus, als wären Sie schon fertig mit Aufbauen, stimmt das? Nein, ich bin noch nicht fertig mit Aufbauen. Ich bin da vorne am Aufbauen. Wir machen jetzt gerade Kaffee. Achso, eine kurze Pause gehört dazu, oder? Genau. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Pause. Vielen Dank. An der einen Ecke wird noch Brotzeit gemacht, andere fahren noch Teile für ihre Fahrgeschäfte auf die Lastung hier. Und alle sind schon ein wenig weiter. Also die schaut jetzt schon aus, als wären die schon vierte mit aufbauen, aber ausprobieren kann man es glaube ich trotzdem noch nicht. Deswegen schauen wir lieber wieder weiter. Achtung Adrian, da kommt der Stapler. Achtung. Da geht es ja ganz schön zu, da überall Lastwagen, Staplerfahrer, wenn wir gerade schauen, dass man nicht zusammengefahren wird. Ich glaube, wir schauen mal lieber ins Bierzelt. Da geht es bestimmt ein wenig gemütlicher zu. Servus, grüß dich. Seid ihr schon fertig mit dem Aufbauen oder habt ihr noch was zum tun jetzt bis am Freitag? Ja, fertig sind wir eigentlich. Wir haben jetzt gestern unsere ganzen Teller noch gefahren, das geht jetzt noch alles gespült und schauen wir, dass alles da ist, aber ansonsten sind wir eigentlich gerichtet. Ja. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, bis das ganze Zelt steht, bis alles erinnert ist? Ja, wir sind jetzt in der 5. Woche, also das dauert schon seit Zeit. Ja. Was ist nicht so, weil schaut der Alltag am Volksfest für den Festwirt aus? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Gut, ich bin ja nicht, also der Festwirt ist ja der Vater. Wir sind natürlich sind wir Familie, aber die Eltern sind natürlich schon noch vorne dabei. Und bei uns hat jeder seine Aufgabe. Bei mir geht es in der Früh mit Skrei los um 4 Uhr. Bei den anderen geht es um 8 Uhr los, dafür wird es später. Also wir teilen uns das eigentlich komplett wegen auf. Ja. Aber der Papa ist ab 8 Uhr im Zelt und kontrolliert alles, schaut, dass alles passt, dass nichts vom Vortag irgendwas kaputt ist, irgendeine Garnitur oder irgendein Küchengerät, egal. Und ja, dann kommen schon die Mitarbeiter und dann geht es eigentlich auch schon dahin. Ja. Ist das dann bei euch auch so, weil in einem Wirtshaus, dass der Chef dann einen Letzern macht, oder ist das am Volksfest nicht ganz so möglich? Ja, also einen Letzern geht nicht, weil wir in der Nacht das ja auch Betrieb oder Wachdienst da. Aber ein Familienmitglied bleibt dann schon bis zum Schluss da. Ja. Aber alle ist ein Blödsinn, dass wir uns bis um 1 oder bis um 1:30 Uhr arbeiten. Ja. Das geht am nächsten Tag wieder sehr, sehr früh los. Ja. Okay.
Okay, super, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Gelben-Volksfestzeit, dass alles glatt geht. Alles klar, danke. Ja. Die meisten Fahrgeschäfte und Buden stehen schon. Auch die Festwirte sind eigentlich mehr oder weniger gerichtet. Es sind nur mehr so ein paar Putz- und Aufräumarbeiten zu tun. Aber eigentlich freuen sich alle, jetzt mir am Freitag, wenn es dann endlich losgeht. Und mir geht es genauso. Das Erste, was ich dann tue, wie ich es, erfahrt mit dem Riesenrad machen.